Seid gegrüßt und seid willkommen zurück zu Haus von Falkenstein, dem neu gegründeten Königreich von Falkenstein. Und seid willkommen, Ladies, Lords, Ritter, Handwerker und Bauern jeden Standes. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir spielen im Ironman-Modus Roleplay, das heißt, wir können nicht speichern, Handlungen können nicht rückgängig gemacht werden und wir spielen im Roleplay-Faktor, also so, wie der Charakter und seine Eigenschaften handeln und Dinge durchführen würde. Auch wenn es bedeutet, dass diese schlecht für unsere Haus-Dynastie und das Reich bedeuten könnte. Wir hatten jetzt zuletzt in der letzten Folge erfolgreich das neue Königreich Falkenstein gegründet, aufgrund dessen, weil uns der Papst den Königreichstitel Burgund gewährt hatte und wir hier diese Ländereien einverleiben konnten. Und wir sparen jetzt das Geld an für einen religiösen Kriegerorden, auch aufgrund dessen, wir sind ein religiöser Eiferer, ein Theologe und sehr gewandert im katholischen Glauben. Es war nämlich auch zuletzt erst die Idee in der Folge davor, das Herzogtum von Bayern quasi als Titel in Anspruch zu nehmen. Aber ich finde, das Gold sollten wir wirklich sparen, um hier einen katholischen Kriegerorden zu etablieren. Wir können jetzt hier noch jemanden vasalisieren. Einfach rein mit ihm. Nehmen wir doch alle gleich mit. Also wir könnten ja sogar hier mal schauen, welche Kriege wir jetzt hier durchführen. Denn wir hatten ja hier noch diese Grafschaft. Okay, wir haben keine möglichen Titel. Kein Prestige genug dafür. Lohnt sich also entsprechend nicht. Gut, den Gast brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, jetzt erstmal hier schauen, was jetzt gerade passiert ist. Wo waren jetzt hier Bayern? Da. Trend könnten wir uns ja auch noch holen. Das Militär ist soweit auch ausgehoben. Ausgebildet, so meine ich das. Pardon. Jetzt erstmal hier schauen, Inspiration. Ihr könnt jetzt eure erste Inspiration finanzieren. Eine Inspiration ist der Wunsch eines Charakters, ein Artefakt zu erschaffen. Inspirierte Charaktere gehen der Welt ein und aus. Wenn einer am euren Hof kommt, gibt man euch Bescheid und ihr werdet eingeladen, als Geldgeber für das Vorhaben dieses Charakters zu fungieren. Indem ihr eine bestimmte Menge Gold bezahlt, könnt ihr euch die Dienste des Charakters sichern und nach einer gewissen Zeit ein neues Artefakt. Okay, also wir können jetzt hier... Oh, eine prächtige Waffe für unser Haus. Ich habe ja schon ein bisschen das Gefühl, dass er stirbt, bevor die Waffe fertig wird mit seinen 63 Jahren.
teuer wird es denn sein? 50. Werden wir mal abwarten, oder? Ja, kann ja keine tolle Waffe werden, ne? Aber abwarten. Vielleicht kommt da nur so ein kleiner Zahnstocher bei rum, ein kleines Schwertchen, Messerchen. Bin mal gespannt. So. Laute, prachtvolle Musik von einem 63-Jährigen, der meint, noch ein bisschen Holz zu schnitzen. Wahrscheinlich wird es sogar nur ein Holzschwert. Wird hier sein. Was soll es denn? Kriegsführung schlecht. Kampfgeschick schädlich. Kann ja nichts werden hier. Gut. Schwert, Dolch. Axt, Hammer. Speer. Ja, ich denke, wir werden hier so ein bisschen mehr aufs Schwert gehen. Ich hoffe, dass es jetzt wirklich nicht so ein kleiner Dolch da wird, ne? Also, mal schauen, was daraus wird. Ob die 50 Gold denn gut investiert sind oder nicht, werden wir dann ja herausfinden. Seid willkommen in Falkenstein, der lebendigen, vielseitigen Gaming-Community mit einem aktiven Community-Manager und einer freundlichen Atmosphäre. Entdecke eine Welt voller Abenteuer, von Pen-and-Paper-Runden, D&D, Kettengeschichten bis hin zu actiongeladenen Spielen. Unser Discord-Server, das Herz unserer Gemeinschaft, bietet individuelle Einstellungen für ein personalisiertes Erlebnis. Egal, ob du ein Gamer, Content-Creator, Entwickler oder einfach nur auf der Suche nach Spaß und Austausch bist, hier findest du deinen familiären Platz. Tritt unserer Gemeinschaft bei und erlebe regelmäßige Events und Gewinnspiele. In Falkenstein, unserer Festung, wartet eine Welt der Vielfalt und des Abenteuers auf dich. Sehr erfreut, ich bin Jorik Aurelius und entführe dich in meiner Welt der Games. Mein Schwerpunkt liegt auf Authentizität, Leidenschaft, Spiele-Fantests, Guides, Previews, Special-Projekte rund um Strategie und Rollenspiele. Tritt ein und erlebe viele Welten voller Abenteuer und Begeisterung. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Schwert oder vielleicht kleiner Dolch denn so machen wird. Dank der Inspiration von Cimeno Velle oder wie man auch immer den Namen aussprechen mag. Und wir werden jetzt hier mal in Abgeschiedenheit meditieren gehen. Wir sind ja ein Theologe und Philosoph und ich bin schon gespannt, was daraus entstehen wird. Man bricht nicht einfach so mittels Meditation auf eine innere Reise auf. Es sind zahlreiche Vorbereitungen zu treffen, unter anderem muss entschieden werden, wohin ich mich zurückziehen soll. Der Ort, an dem ich meditiere, wird sicher erheblich auf das Ergebnis meiner Reise auswirken. Dies ist sicherer und einfacher inmitten eigener zu Hause. Wo ist denn hier Vineos? ach, hier. Ganz da hinten in Falkensteins Pracht. Heilbronn ist hier oben. Von unserem Flickenteppich. Dies ist ein moderat schwieriger Ort für eine Meditation. Es ist wahrscheinlicher, dass ich an diesem Ort Anspannung abbaue. Und hier ist es wahrscheinlicher, dass ich an diesem Ort persönliche Erkenntnisse gewinne. Gut, also das ist ja unser neuer Reichsteil hier. Ich dort meditieren, um den einen oder anderen Kulturbonus oder... Ja, ich bin gespannt. Machen wir so eine Art Pilgerreise innerhalb unseres Landes. Hier haben wir dieses neue Viertel so gesehen.
erhalten, auch wenn es ein schwieriger und gefährlicher Ort für eine Meditation ist. Aber gut. Augen zu und durch, würde ich sagen. Ah ja, okay, und dann sind wir jetzt schon hier wieder mit dieser Reise beauftragt. Hier ist Ebene, Bergsteiger. Okay, also Waldpirscher. Okay, hier sind auf jeden Fall doch sehr viele bergische Regionen. So. Furtner bringt jetzt nicht wirklich was. Ich denke, wir nehmen noch die Söldner als Wachen. Auch wenn das jetzt ein bisschen Geld kostet. Wir haben aber ja noch ein bisschen was in petto und wollen ja langfristig sowieso etwas sparen auf einen Kriegerorden für unsere eigene Mitte. Ich denke, das passt so. Ja. So, Reise beginnen. Geht los. Die Reise beginnt mit unserem guten Karawanführer Timo. So, erstmal jetzt hier schauen, was das genau ist. Geiseln anbieten nochmal. Wow. Nee, nee, das machen wir nicht. Das ist mir... Wir wollen ja hier sie als Mündel auch irgendwie behalten. Ich kann hören, wie mein begünstigter Cimeo auf der anderen Seite des Saals etwas vor sich hinmummelt. Ich brauche etwas Großartiges, etwas Episches, damit sich meine Schöpfung von der Masse abhebt. Doch was? Was? Als sein gehetzter Blick auf meinen trifft, grinst er breit und winkt mir zu. Herr, was für ein großartiger Einfall. Einfach perfekt. Was haltet ihr davon, wenn euer Motto auf dem von euch beauftragten Werk prangt? Unser Motto hier. Mögen stets unsere Augen wachsam bleiben und Gott uns behüten, Falke fliege weit und frei. Das Haus von Falkenstein. Fromm und ja, ich würde sagen, das passt doch eigentlich hier für so ein Schwert, ne? Zack, machen wir. Was wird jetzt hier gemacht? Altmann, Enkel, auch Enkel. Okay. Und das ist gut, ne? Wenn man jetzt mal bedenkt, dass er uns auch richtig schaden könnte. Also, Altmann Falkenstein wird Geisel von euch, ihr... Euch wird Prestige, Carling hat höhere Prachtstufe als von, verliert Rachel als sein Mündel, verliert Altmann als sein Mündel, Rachel, okay, machen wir mal. So, dann machen wir jetzt erstmal eben annehmen. Kann er denn jetzt hier auch...
Okay. Ich glaube, Rachel kriegt sie jetzt überhaupt eine Ausbildung? Bisschen komisch, ne? Aber gut, wir haben jetzt dadurch ja ein bisschen den potenziellen Krieg abgefedert. Ich bin gespannt, was das noch so für Auswirkungen haben werden könnte oder wird. Euer Königshof ist nun die Hofprachtstufe 3. So, jetzt kommen wir hier bei unserem Ziel sogar an. Ah ja, okay, jetzt die Meditation ist begonnen. Okay, sie ist angekommen. Sehr gut. Ist er jetzt unser Mündel? Nee, ne? Ah doch, jetzt können wir ihn als Mündel nehmen. Können wir ihn sogar ausbilden. Warum denn noch nicht? Kriegsführung. Was? Wir sind Spitzname der Vergessliche? Das müssen wir gleich nochmal genauer anschauen. Ich wollte ihm jetzt hier noch Mündel anbieten. Wo ist denn jetzt hier Rachel? Ich glaube, wir müssen hier rüber gehen, ne? Da. So, also, wir werden jetzt hier erstmal schauen, was jetzt hier gekommen ist. Lehnsherr, habt ihr gehört, wie man euch nennt? Sagt mein Ritter Timo zu mir und einen Blick in die Runde werfen. Man nennt euch König Grasso der Vergessliche. oh Gott, spektakulär, nicht wahr? Es ist in aller Munde, bei den Bauern wie bei den Adligen. Ja, ich weiß nicht, ob das so schön ist. Ein Grund zum Feiern, denke ich. Ruft Timo mit fröhlicher Stimme. An den kann ich mich gewöhnen. Oh Gott. Der Vergessliche. Uiuiui. Aber wahrscheinlich, weil hier Prinz Waldo so oft hier immer was machen musste. Könnten ihn eigentlich mal beauftragen für irgendwas, oder? Ihn hier so ein...
Wie alt sind wir? Wir sind ja noch. So, er wird ja hier sowieso irgendwas erben, ne? Er könnte die Grafschaft Passau erhalten, eigentlich. Gut, hier ist jetzt noch ein Anstifter entdeckt worden. Ja, bekommt jetzt er mal hier seine ersten Erfahrungen als jemand, der hier war das jetzt nochmal mit den Regenten? Weiß ich jetzt gerade nicht. So. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Sekunde. Er hat jetzt hier diese Grafschaft erhalten, um zu lernen und zu wachsen. Das ist klar. Okay, so, also, wir haben jetzt hier noch die Möglichkeit, wie ich sehe, die Lebensautorität zu verstärken. Das werden wir auch tun. Also ich finde diese hohe Lebensautorität 3 immer ganz gut, weil die Vasallen untereinander sich nicht die ganze Zeit ja, bekämpfen sollen, so gesehen. Genau, hier steht nämlich, Vasallen können keinen Krieg gegen andere Vasallen führen. Und dann ist das nicht so ein Kuddelmuddel irgendwann, wenn man ein größeres Reich hat. Deswegen werden wir jetzt hier die Lebensautorität erhöhen. Noch solange wir im Safte stehen. Und jetzt ist leider Herzog Otto nicht mehr da. Dies ist sehr bedauerlich, denn ich habe mir ihn zum Vorbild genommen. Mit meinem Akzent so. Sächsischen lernen. Das dauert auch echt super lange, ne? Graf Günther. Fortschritt 1. Gerade mal. Das dauert mir irgendwie alles zu lange. Den Spracherwerb. Ui. Ein Schwert ist draus geworden. Ein Schwert ist daraus geworden. So, also mein Fürst ruft mein begünstigter Ximeno und kommt mit einem breiten Grinsen auf mich zu. Der Schweiß tropft ihm von der Stirn und sein Gesicht ist rußverschmiert. Ich habe viele Tage und Nächte in der Schmiede geschuftet, doch endlich ist mein Werk vollbracht. Er überreicht mir einen in Stoff eingewickelten Gegenstand. Als ich es enthülle, was sich da immer verbirgt, mache ich große Augen. Ein Schmiedeeisenschwert von sehr guter Machart. Die Klinge ist so geätzt, dass sie ein Relief in Form von Fabeltieren zeigt. Oh, schön. Boah, Kampfgeschick plus 5. Das sieht ja richtig gut aus.
Ja, und hier, das Motto der Familie von Falkenstein: Mögen stets unsere Augen wachsam bleiben und Gott uns behüten. Falke, fliege weit und frei. Wurde elegant in die Seite eingraviert. Wow, schön. Meisterliches Schwert. Ah, das ist doch schön. Hat super geklappt. Haben wir sogar ausgerüstet jetzt hier, oder? Ja, ausgerüstet. Genial. Müssen wir uns hier, glaube ich, mal langsam auch für so ein Erzeugwart überlegen. Ah ja, hier, sie ist durchschnittlich geeignet. Dann werden wir sie jetzt hier auch nehmen, weil sie noch recht jung ist. Reparaturkosten. Boah, sind aber auch echt teure Reparaturkosten, ne? Teilweise dann solche Dinge. Okay, also Neuschmieden, Hofartefakte, okay. Ja gut, aber schön. Wir haben jetzt ein schönes, prachtvolles Schwert, unser eigen Schwert von König Rasso. Kann man es sogar umbenennen? Jo. Schwert vom Hause Falkenstein, ne? Das klingt doch schon mal ein bisschen besser. Aber wir könnten eher so Ruhm von Falkenstein oder sowas nennen, oder? Schwert. Schwert Familie Falkenstein, also Familiennamenschwert. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie wir das Schwert nennen sollen. Ich finde sowas wie Falkenstein oder sowas eigentlich ganz cool. Falke. Ruhm des Falken oder so. Irgendwie so. Ich bin auf eure Kommentare auf jeden Fall gespannt, was ihr für Ideen bringt. Kann man dann auch hier? Ach ja. Eisring. Ring von Falkenstein. Gut, so, also, in Abgeschiedenheit meditieren, die dünne Gebirgsluft von Venus reinigte meine Gedanken, als ich Innenbau betrieb. Einsam in der Wildnis und weit weg von allem stellte ich fest, dass die Sorgen, die mich bei Hofe plagen, keinerlei Gewicht mehr hatten. Zum ersten Mal seit viel zu langer Zeit hatte ich Frieden gefunden. Okay, wir verlieren Anspannung. Haben eh keine, so wirklich, aber gut. Stimmt, wir hatten noch eine Fraktion, die gegen uns ist, ne? Ah, okay. Ist nicht so wirklich tragisch. Okay, Reise. Fahrender Ritter. Oh je, da ist unsere gefühllose Eigenschaft. Herr, sagt einer der Ritter und verneigt sich vor mir. Es ist ein großes Glück, dass wir uns an dieser Kreuzung getroffen haben. Ich bin auf der Suche nach einem wundersamen Brunnen, dessen Wasser angeblich alle Krankheiten heilt. Wenn ihr mir bei meiner Suche helfen würdet, erweise ich euch meine Ehre.
Ah ja. Gut, also wir sind halt gefühllos, können wir halt eh nicht mitmachen. Was ist das hier? Ah ja, und schließt euch mir an und vergesst diesen Unsinn. Okay. Eine wirklich schöne Rüstung habt ihr da. Hilft vielleicht etwas Geld. Hä? Er bezahlt uns Geld, damit wir seine Rüstung nehmen? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Gefühllos. Schade eigentlich, ne? Dadurch, dass wir halt die Charaktereigenschaft gefühllos haben, haben wir jetzt nicht die Möglichkeit zu erfahren oder zu wissen, was denn da auf uns wartet. Aber gut. Money ist auch immer schön. Ah ja, wir haben noch hier die Amme. Einsetzen. So, wir beenden scheinbar die Meditation. Können wir vielleicht doch mal so langsam Richtung Bayern schauen? Wir haben noch eine Eigenschaftserfahrung zu Pferde unterwegs erhalten. Ah ja. So, freischalten. Sind wir ja schon fast viel gelehrter sogar, ne? Ah ja, so interessant. Prachtreise, Prachtturnier. Das wollen wir natürlich jetzt alles nicht machen. Wir wollen ja weiterhin das Geld ansparen. Weil es nochmal der. Ja, 83 Gold fehlen uns. Der nächste inspirierende Charakter. Er will Wundersames schmieden. Köpke. Ah ja. Auch nicht so der beste Kämpfer oder so und Schmied, aber mal schauen, was er dann so drauf hat. Köpke von Hoya hat die Metallschmiede-Inspiration. Okay, also so kleinere Schmuckgegenstände könnten daraus entstehen. 91 Gold. Gott, dann kommen wir ja gar nicht. Diplomatie. Nee. Da möchte ich erst eigentlich gerne die Möglichkeit jetzt erhalten, den Kriegerorden zu gründen. Ich denke, da können wir soweit eigentlich nichts verbessern. Graf Anno ist auch eigentlich richtig stark hier bei der Kriegsführung. Irgendein Rivale ist abgetreten. Flippo war ein Rivale? Der kam doch eigentlich recht oft vor.
Okay, so, also erstmal seid gegrüßt, mein empfindsamer Linsherr. Ich bin in Falkenstein angekommen, um euch zu huldigen, glorreicher König, als Zeichen meiner Treue. Ich bringe euch teure Geschenke, die eurer Majestät würdig sind, als Zeichen meines guten Willens und meiner Dienstbeflissenheit. Boah, ich hoffe, dass da ein bisschen Geld bei ist, dann können wir. Sehr schön. Können wir jetzt hier die. Müssten wir jetzt ja gleich dann den Kriegerorden gründen können. Ich warte geduldig auf meinem Thron auf die Ankunft von Graf Heinrich Aurelius, der mir auch schon bald angekündigt und präsentiert wird. Er kniet ehrerbietig nieder, während Gesinde seine Geschenke in Form von Geld und Kostbarkeiten herbeischaffen. Der Eid wird geleistet und Schreiber halten seine Schwüre fest, dem Reich dienen zu wollen. Sehr löblich. Auf meinem Geheiß hin erhebt sich der Graf schließlich. Ich bringe meine Zufriedenheit zum Ausdruck und bekräftige das Anrecht von Heinrich Aurelius auf die Ländereien, über die er an meiner Stadt herrscht. Sehr gut. So, also wir haben nur noch 15 Gold, welches ja, für den Kriegerorden zu gründen gilt. Und jetzt hier, meine Spione teilen mir mit, dass ein Jäger für Aufruhr in der örtlichen Taverne sorgt. Der Mann gibt große Mengen Gold aus und prahlt lautstark damit, welch großartige Geschäfte er mit einer hochwohlgeborenen Fürsten in Perle und Seide gemacht habe. Offenbar hat er eine Karte des Geländes der Umgebung für eine unbekannte Adligen angefertigt. Spione meinen, die Adlige führe sicher etwas im Schilde gegen mich oder einen meiner Untertanen. Noch wachsamer. Und hier ist es gegen unsere Charaktereigenschaften. Alles klar, dann erstmal Dankeschön. Hey, nur noch 8 Gold. Mein Onkel hat mir von einem obskursen Gesetz in Grafschaft von Bern berichtet, wonach es nur der König beschützen darf. Für gewöhnlich würde man auf der derart archaischen Gesetz nicht weiter achten, doch es bietet mir eine einzigartige Gelegenheit. Graf Arnul, mein Vasall und derzeitiger Herrscher von Grafschaft von Bern, könnte etwas zurechtgestutzt werden. Ah ja. Was hat er denn jetzt hier? Irgendwas mit dem Titel, ne? Wonach es nur der König beschützen darf. Das Gesetz ist eindeutig, der König hat volle Rechte. Fallen gelassen Anspruch auf Grafschaft von Bern. Wollen wir denn damit? Das ist doch hier. Außerhalb von Bayern. Hauptsitz Falkenstein ist, glaube ich, eher hier, entweder hier Hauptsitz Burgund irgendwann langfristig oder hier irgendwas mit Bayern. Hier Regensburg, glaube ich, müsste ja der Hauptsitz da gewesen sein. Ich sehe jetzt hier keinen Sinn hinter Bern so gesehen. Darf einen Titel behalten. Ist alles gut. Ist ja unser Vasall so gesehen. So, es fehlt nur noch ein Gold.
Ui. Ach, weil wir Pasta unserem Sohn auch noch gegeben hatten. Mensch. Jetzt müssen wir uns erstmal hier drum kümmern, dass wir hier, Joa. kriegen wir das wieder? Dies ist ein Akt der Tyrannei. Ui. Upsi. Ja. Jetzt haben wir das Geld und jetzt haben wir keine... Hier hätten wir... In Bayern was. Das würde dann Graf Aurelius aber zugesprochen werden. Aber wir würden somit, Ah, sehr gut. Positiv beeinflusst. Nachbarn beeinflussen. Immer gut. Ah. Tja. Gut, er nimmt es natürlich nicht an, weil er völlig, ja, aggressiv scheint. In gewisser Hinsicht. Lothringen. Okay, klar. Brauchen wir ja nicht. Doch hier. So, hier sein Haupterbe. Timo von Falkenstein. Scheint ja gar nicht gut drauf zu sein. Ach nee. Wo kommt sie denn her? Sie hat einen Titel. Der Grafschaft von Colmar. Okay. Könnte sogar klappen. Wir müssen echt aufpassen, ne? Grafschaft, Grafschaft. Was erbt sie denn alles? Doch nicht alle, oder? Grafschaft Geisenhausen, echt nicht fein. Aber wieso geht das nicht? Ah, weil die jetzt hier natürlich wahrscheinlich wegen dem männlichen Erben, der fehlt, ne? Okay, da ist dann wieder die Nachfolgelinie klar. Wenn wir auch schon wieder die nächste Grafschaft verlieren. Würden wir sogar scheinen hier die dann zu bekommen, ne? Diese Grafschaft, oder? 95%?
50 Gold. 55 Gold. Okay, wir müssen echt aufpassen, ne, dass unsere Reiche jetzt hier nicht zerbröckeln. Ich denke, da großartig einen Anspruch oder so zu erhalten. Zurückhaltung. Gut, er hat natürlich auch hohe Meinung durch den Papst, ne? Laufen. Traunstein. Wie würde denn so... Wir könnten ja mal hier schauen, dass wir hier einen Anspruch fungieren, ne? Rat. So, Anspruch fungieren. 18 Monate. Salzburg. Schauen wir doch mal, dass das irgendwie hinhaut. Denn letzten Endes möchte ich einfach diesen Klierorden gründen. Und da brauchen wir eine Baronie mit einer Stadt oder Burg, die verpachtet werden kann. Okay. Ja gut, und Lienz hat halt... brauchen dann echt noch hier... Motten, ne? Alles, was wir da so... Ja, gut. Dole. Gut. Schauen wir noch mal. Schlecht. Wie teuer ist denn jetzt hier eigentlich nochmal dieser Kriegerorden? 500 Gold, ne? Freundschaft bis zum Ende. Während ich im Bett liege, Cousine, niedergestreckt von meiner Krankheit und meinem schwachen, versagenden Leib, verfluchend kann ich die menschliche Gestalt, die sich mir nähert, kaum erkennen. Ihre langsamen Schritte und das schwer auf uns lastende Schweigen machen mir langsam Angst. Sie erahnt wohl mein Unwohlsein, ob der schwachen Laute, die aus meinem Mund dringen, und der zitternden, Bewegung meiner Hand, denn ihr Schritt beschleunigt sich und bald hält eine warme Hand die meine, während ich ein vertrautes Gesicht erinnere. Ruhig, Rasso, ich bin es nur, Ulrike, unsere Cousine. Wie sehr es mich schmerzt, euch so zu sehen. Ich wünschte, ich könnte etwas tun, irgendwas tun, um euer Leid zu lindern. Oh, fürsorglicher Freund, Gesundheitsbonus. Ja, auf jeden Fall, klar. Gesundheitsbonus, warum denn auch nicht? Freunde sind immer gut. Ah ja, okay, jetzt haben wir doch Motten entdeckt. Zehn Jahre, 14 Jahre. Oh, gefährliche Fraktion. Nein! Warum?
Bei 95%. Wahnsinn, ne? Was kann er denn überhaupt noch beitragen? 10. Der könnte dem Komplott noch mal ja positiv zugute tun. Teuer werden so ein Geschenk. 50 Gold. So, erstmal jetzt hier, was ist mit der gefährlichen Fraktion? Warum, Prinz Ottbert? Warum nur? Bist doch hier zufrieden mit uns. Aber gut, müssen wir abwarten. Ja, da würde ich ja echt einen Boost geben, ne? Gut, also, begehrte Literatur, mein Fürst, mein Erzbischof Eccio nähert sich mir einigen Schrittes. Ein ansässiger Händler hat eine Ausgabe des einflussreichen Werkes Regula Pastoralis, aber er weigert sich, es mir zu verkaufen. Wenn ihr mir davon überzeugen könntet, die Fehlgeleitet diese Entscheidung ist Sünde, stünde ich in eurer Schuld. Wir müssen halt echt das Geld zusammenhalten, ne? Tut mir echt leid. Wir wollen den Kriegerorden gründen. Das ist ein höheres Ziel. Ein nobleres Ziel. Oh, sehr gut. Boah, 241 Gold. Klar, immer her damit. Oh, Gott. Jetzt sind wir reich. Ich glaube, da, So, ja genau, jetzt können wir ihn nämlich hier einladen. Boah. Der ist aber teuer. Oh, inspirierender Charakter. Hochinspiration. Also will. Poet. Loyal. Bildung durchschnittlich. Buchinspiration. Beruhen auf Bildung. 50. Ach komm. Machen wir. Wir sind ja selber Theologe hier, ne? Bin ich doch eigentlich schon sehr gespannt, ob das hinhaut. Irgendwas Schönes daraus. Brauchen wir nicht. Die Länderei gehört eh unserem verwandten alten König. So, eine Schlange bei Hofe. Ich begebe mich gerade
in meine Gemächer, um ein wenig gesegneten Schlaf zu genießen. Als ich ein leises Rascheln von einem meiner Fenster höre, nur der Wind, denke ich bei mir, bis der Wind zu reden beginnt. Richenza, so öffnet doch meine Sternschnuppe. Ich bin es, Ottokar. Okay. Ich stoße die Fensterlehne auf und siehe da, da ist jemand zu dem Fenster von Richenza hochgeklettert. Gut, ich sehe aber schon auf der Uhrzeit, die Folge ist wieder vorbei. Wir sind jetzt hier dabei, einige Komplotte zu schmieden, hier den Anspruch zu fungieren, damit wir unseren Kriegerorden gründen können. Ich denke, wir sind auch noch bei relativ guter Gesundheit, in Ordnung, könnten also die nächste Folge soweit noch überleben. Und in diesem Sinne werden wir dann in der nächsten Folge dieses Komplott zu Ende bringen, was jetzt nun aufgeploppt ist. Salzburg einverleiben mit einem größeren Kampf. Und so habet Dank. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video. Euer Jorik Aurelius. Falkenstein, unsere Festung. Ein Ort des Glücks. Jorik Aurelius, der Held, der unsere Sehnsucht weckt. Gemeinsam stark stehen wir bereit, Livestreams und Treffen, die uns verbinden, weit und breit, den Falkenstein. Reise geht weiter, Träume werden niemals verwirrt. Mit Falkenstein und Jorik Aurelius.